Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bioshock 1, die Remaster-Version für die Nintendo Switch. Okay. Alles klar, danke. Ich weiß, was du vorhast. Au, 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 au. Lutz und Söhne. Darf ich einmal? Nein. Auf diesen Fontaine müssen wir aufpassen. Er war mal eine Plage. Man hätte verursacht aufknüpfen sollen. Ja. Aber irgendwie waren sind die Beweise gegen ihn nie eindeutig. Er gehört zu der gefährlichen Sorte von Gaunern, zu denen mit Visionen. Wolltest du dir keine Little Sister? Euer Stampf-Dumps, Dumps. Ja, was soll's, dann mal das später. Aber bitte mir hier glitzert was. Masha, Liebling, wir wissen nicht, was mit dir passiert ist. Ryans Männer haben dich mitgenommen. Sie meinten, du wirst gebraucht, um Roger zu retten. Wer braucht ein Kind, um eine Stadt zu retten? Aber ich sehe diese kleinen Mädchen aus den Schächten klettern. Frage mich, ob auch du eines Tages aus so einem Schacht kletterst und dann diese Nachricht liest. Ja. Suche nach dir. Falls du das hier liest, komm zu uns ins Fighting McDonald's, Zimmer Nummer 7. Der Schlüsselcode für die Tür ist 7533.
Wir vermissen dich, geliebte Sie. Perfekt. Nein, ich Idi. So. So, hacken. If komm mal. Die Forschungskamera sieht wie eine ganz normale Kamera aus. Glaubt man diesem Artikel aus einem Magazin, das ich abgestaubt habe, kann man mit ihr genetische Codes analysieren, biologische Strukturen bestimmen und noch eine ganze Menge anderes. Au. Au. Scheibenkleister. Boah. Ach, das trifft. Nein. Und das hat sich ja schon fast selber gebaut. Nein. Die Beute. Nein, warte mal. Die Beute. Da und zap. Au. Okay, das war jetzt echt mies. Da will ich ja doch vor beschützt hören. Ja, und du gehörst mir. Doch. Danke. Ich versuche einfach mal mein Glück. So. Subs. Ah,
Nein, warte mal, ich brauche noch einen hoch. Da haben wir ihn doch. Und fertig. Willkommen im Zirkus der Werte. Boah, wo hab ich denn jetzt da? Oh, freut sich ja schon fast von selbst. Perfekt. Beweise. Wir hängen jetzt also Leute auf. So weit ist es mit uns gekommen. Ich mach die Gesetze nicht. Ich wend sie nur an. Aber ich bin nicht nach Rapture gekommen, um Schmuggler dem Henker auszuliefern. Ryan und seine Leute müssen sich entscheiden. Entweder bekommen sie ihre Gesetze oder meine Marke vor die Füße. Okay, das könnte ich schaffen. Ups. Pups. Pups.
Big Daddy im Gefängnis. Alles klar, so, da ist auch nichts mehr drin. Immer Bibel, 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 Bibel. Oh. Ich bleib bei denen. Jesus liebt mich, das weiß ich, weil's in der Bibel steht. Er nimmt sich der Kleinen und Schwachen Kinder an, denn er ist stark. Mach auf, wenn du den Geheim handeln willst. Fotografiere gehen mit der Kamera, um sie zu erforschen. Aber jetzt wird das Spiel ein bisschen auch wieder interessanter. Jetzt, wenn wir Splicer, die verschiedenen Formen und Big Daddies und sowas fotografieren, bekommen wir später zusätzliche Sachen. Neue Forschung. Erhöhter Schaden. Perfekt. Aber hat einen Haken. Wir haben Filme. Also, ne? Oh, ihr werdet kommen. Ah, da. Ja, das war ein Satz im X. Am Anfang geht's noch recht gut, wenn du... Du glaubst! Du kennst mich! Security... ja, ich denke mal, abfackeln werde ich nicht brauchen. Strom behalte ich, weil damit kann man die Gegner paralysieren. Wechseln Sie das Sicherheitssystem aus. Setzen Sie Roboter und Geschütze gegen Ihre Gegner ein. Mal gucken, gibt es da noch?
So, Big Daddy's muss ich nicht mehr retten. Person holen. Aber ne, ich hab nicht genug Geld. Diese kleine Seeschnecke war das entscheidende Etwas, das all meine verrückten Ideen, die ich seit dem Krieg hatte, zu einem großen Ganzen zusammenfügte. Sie heilt nicht nur beschädigte Zellen, sie erschafft neues Gewebe. Ich kann die DNS verändern. Ein Schwarzer kann als Weißer wiedergeboren werden. Ein großer Mensch als Kleiner. Ein schwacher Mensch als Starker. Aber die Schnecken allein sind nicht genug. Ich werde Geld brauchen. Und noch etwas anderes. Als ob nicht alles schon schlimm genug wäre, jetzt hat auch noch unsere Wasserversorgung ein Leck, so wie es aussieht. Wirklich, das Bewässerungssystem von Arcadia dringt mehr Wasser ein. Als wir diese Stadt gebaut haben, habe ich zu Mr. Ryan gesagt, entweder bauen Sie sie wie eine Badewanne oder sie wird früher oder später ein Abwasserkanal. Er meinte nur, nein, McDonagh, wir werden gewiss keine Badewanne bauen. Wir bauen einen Garten Eden. Ein Garten Eden. Sehr schön gebaut. So, liebe Leute, über Likes, Kommentare und Feedback würde ich mich immer furchtbar gerne freuen. Und da stellt auch nächstes Mal ein, wenn es heißt Bioshock 1, den Nintendo Switch.